Flensburg ist eine Hafenstadt im Norden direkt an der Ostsee. Sie liegt an der Grenze zu Dänemark. Anfang des 12. Jahrhunderts war Flensburg Teil von Dänemark. Das änderte sich später durch eine Volksabstimmung. Flensburg entwickelte sich zum Tor des Nordens und ist heute noch ein Handelsplatz. Der Hafen macht einen Großteil des deutsch-skandinavischen Handels aus. Durch den Handelsverkehr wurde auch die Marine heimisch in Flensburg. Heute ist die Marine immer noch bedeutend in Flensburg, zum Beispiel die Marineschule Mörwig. Die historische Altstadt in Flensburg ist wirklich besonders. Sie gehört zu einem der wenigen Städte, die nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Heute ist sie komplett saniert. Durch den damaligen großen Handel wurden viele Gastarbeiter nach Flensburg geholt. Der erste Schritt zu einer multikulturellen Stadt wurde also früh gemacht. Heute haben wir 130 Kulturen in Flensburg und einige werden wir im weiteren Verlauf vorstellen. Also, ich bin Waldemar Stefan. Ich komme aus Russland, Stadt Perm. Es ist im Ural. In Flensburg gibt es so viele junge Leute und ich habe gedacht, sie brauchen was zur Integration machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dieses Theater unter dem Motto Integration selbst gemacht. Damals haben nicht alle gut auf Deutsch gesprochen und meine Aufgabe war, mein Ziel war, alle müssen gut Deutsch sprechen. Deswegen haben wir so gemacht, das spielen wir alle Theaterstücke auf Russisch und auf Deutsch. Ich bin zum Beispiel gekommen aus Griechenland, in Nordgriechenland. Ich war damals 21 Jahre alt. In die griechische Gemeinde gibt es jetzt seit vielen Jahren eine Frauengruppe, die ich Lust hatte zu gründen, und die gibt es noch, sie ist sehr aktiv. Wir treffen uns einmal auch eher einmal im Monat. Wenn wir Kaffee schnacken, wir helfen andere Leute, die ein bisschen in Schwierigkeiten sind, zum Beispiel wenn ein Traufall ist, ne, da gehen die Frauengruppe meistens da, die helfen die Familie. Wir sind eine türkische Gemeinde hier in Flensburg und wir zählen insgesamt ca. 150 Mitglieder, wobei wir halt unterscheiden zwischen aktiven und passiven Mitgliedern. Und die Zahlen, die schwanken halt, je nachdem, es ist halt ganz unterschiedlich von Generation zu Generation. Ja, ich komme aus Sri Lanka. Wir haben seit 19 Jahren schon. Wir sind auch eine kleine Gemeinde, insgesamt 50 Leute da. Also wir lernen hier unsere Sprache, also die zu lesen und zu schreiben, und die Sprache ist sehr schwer, also es sind verschiedene Buchstaben und ja, halt, ja, und damit wir halt mit unseren Familien und uns weiter Kontakt haben können und mit den Briefe schreiben können, haben wir, und für unsere Kinder später, damit wir das denen halt beibringen können, lernen wir das hier, und damit wir die Sprache auch nicht verlieren, so lernen wir das zu schreiben und zu lesen. Nicht das Wichtigste ist, dass wir seitdem hier zu Hause sind. Wir sind hier zu Hause. Und wir versuchen, dass wir sozusagen heimisch bleiben in unserem Zuhause. Das ist unsere Absicht. Es geht nicht darum, irgendwo in einem anderen Land heimisch zu werden. Wir sind hier zu Hause und wir möchten es bleiben. Und darum geht es. Deshalb haben wir alle unsere Einrichtungen, alle unsere Institutionen und alle unsere Vereine. Hier in Flensburg haben wir dann mehrere Schulen. Ich möchte dann so auf Anhieb, weiß ich nicht mal wie viele. Ich glaube, es sind 7 oder 8. Und Kindergärten haben wir so ungefähr. Das ist doch nahe 12, 14. Das weiß ich nicht mal. Ich weiß nicht. Selbstverständlich, wie viele wir hier im Norden haben. Aber da ich erst der Vorsitzende vom dänischen Verein hier im Norden, aber auch in ganz Flensburg bin, kann ich sagen, wir haben 8 Bezirke, Distrikte, mit insgesamt 4.230 Mitgliedern.
spezifisch für Flensburg ist, wäre halt der runde Tisch. Über den runden Tisch, der einmal im Monat tagt, werden Informationen zusammengetragen. Auch, ich sage jetzt mal, aus den politischen Gremien, aus den Ausschüssen. Dort sitzt jeweils immer ein Vertreter vom runden Tisch, der halt die ganzen Informationen aus den Ausschüssen an den runden Tisch trägt und auch umgekehrt. Aus dem runden Tisch entstehen immer wieder Angebote für Migranten, sei es Sprachkurse, sei es Lernförderung, ich sage jetzt mal an Schulen, da gehen wirklich auch pensionierte Lehrer und so weiter an die Schulen und geben dort noch einmal Nachhilfe für die Schüler, die, sage ich mal, also vielleicht einen Migrationshintergrund haben und Schwierigkeiten haben, halt die täglichen Hausaufgaben zu bewältigen. Multikulturalität ist ein schweres Wort, heißt für mich eigentlich ja, Leben, Vielfalt, ich sag mal offene Gesellschaft, das Miteinander ganz einfach. Es ist spannend, nicht langweilig, nicht eintönig, einfach lebendig, das ist für mich Multikulturalität. Es ist ganz toll und Multikulti für mich, jede Kultur muss Möglichkeit haben, sich ein bisschen zeigen, präsentieren, was für Kultur. Multikulti ist das Beste, was es gibt. Wir müssen zusammenhalten, zusammenleben, für jeder, wie heißt das? Heimweh. Das geht wirklich besser, miteinander zu leben und so. Man macht eine neue Heimat hier. In jeder Heimat jetzt gibt es verschiedene Nationalitäten. Das gibt es nicht die Zeit, wie früher nur die Griechen mit den Griechen und Italiener mit Italienern, Deutsche mit Deutschen. Jetzt, wir sind gemischt. Globalisierung. Ne? Überall. Also, und das finde ich, das macht das Leben leichter in Ausland für uns. Ja, ich bin russisch-deutsch so genannt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe solche Gefühle, als ich hier geboren wurde. Vielleicht ist es nicht so richtig so, aber trotzdem, ich habe noch nie Heimweh gemacht. Ich selbst bin gebürtiger Flensburger, 1979 in Flensburg geboren. Und aufgrund dessen, weil ich auch hier geboren wurde und aufgewachsen bin, fühle ich mich auch hier dementsprechend heimisch. 100% heimisch fühlen wir sich nicht, obwohl alles freundlich, aber sehr gut. Manchmal haben wir Nostalgie, Heimweh, ja. Ich fühle mich hier wirklich alle Griechen wohl, weil alle sind so lange hier. Und die Neuen, die fühlen sich auch wohl, weil das gibt alles hier. Es gibt unsere Kirche, unsere griechische Gemeinde, das Meer, wenn jemand vom Meer kommt, in Griechenland ist sowieso drei Viertel Meer, das ist wie eine große Insel. Und ja. Einmal pro Jahr gibt es multikulturelle Woche, im September oder Oktober. Kommen alle Nationen zusammen, sie machen was zum Essen, nationale Spezialitäten, jeder hat was Leckeres, bestimmtes Gerichte.